Herzlich willkommen zurück zu Stranded und Tag Nummer 27. Diesmal muss ich auch gar nicht lange suchen, wo die Taste ist, auch wenn die Aufnahme schon länger her ist, weil ich sie eben schon gesucht habe und weil ich eben schon bestimmt 3 Minuten mit euch gequatscht habe. Aber ich hatte Fraps nicht gestartet. Das ist mir echt ewig nicht mehr passiert und wirklich ewig. Und ich weiß sogar noch, wann das letzte Mal passiert ist, weil ich glaube, das ist mir erst ein einziges Mal passiert. Und das war bei Desperate Housewives Part Nummer 6. Also man kann sich vorstellen, wie lange das her ist. Weil da habe ich echt noch irgendwo halt so eine Audioaufnahme rumlungern, die ich euch mal irgendwann vielleicht in irgendwelchen Outtakes bringen wollte, weil es war sehr amüsant, als mir da dann aufgefallen ist, dass ich Fraps nicht gestartet hatte. Und ja, eben gerade, mir ist es eben auch echt nur aufgefallen, weil ich bin dann hier aus unserer Hütte so rausgegangen und denke mir halt so, wow, irgendwie, ich laufe halt gerade voll schnell, also ich bin gerade echt voll gut unterwegs. Ja, und dann merke ich, ja, Fraps läuft nicht. Kein Wunder. Ja, interessant eigentlich, weil hier merkt man ja keinen ganz großen Unterschied, ob jetzt Fraps läuft oder nicht. Und daher, gut, dass es mir noch aufgefallen ist. Okay, ich hatte eben erstmal was gegessen. Also erst hatte ich versucht, hier unseren Rucksacktaste zu finden. Das hat ein bisschen länger gedauert. Es ist halt immer, ja, wenn man so unterschiedliche Spiele spielt, alle Spiele haben ihre Tasten auf irgendwelchen anderen Dingern drauf. So, gut. Und dann hatte ich, ach, die Uhrzeit haben wir jetzt nicht gesagt. Könnten wir vielleicht nochmal machen. Was hatten wir? 7.28 Uhr. Okay, eben bei meiner anderen Aufnahme war es dann halt, bevor wir ins Inventar rein sind, 7.25 Uhr. Passt also alles. Jetzt bin ich noch irritierter, als ich eben war. Okay, ich hatte euch dann noch gesagt, dass wegen den Kindern des Meeres, dass ich halt denke, wir können bestimmt alles nehmen. Und ich denke, dass der, also vielleicht sogar Seetank, werden es einfach mal ausprobieren. Ich denke, dass die gebratenen Fische halt nicht gehen. Wir hatten ja auch, als wir hier auf diese Insel ankamen, hatten wir ja auch sogar Fische ungebraten in dem Lager. Ich denke, ich war einfach zu vorschnell und habe die halt alle gebraten. Das war vielleicht ein Fehler. Okay, wir haben jetzt also 8, 17, 19 mit dem Seetank. Kinder des Meeres in dem Inventar. Okay, brauchen wir noch 6 irgendwas und die sammeln wir uns jetzt auch zusammen. Ich denke, das werden wir jetzt ja wohl in den Part hier schaffen. Okay, ja, ich bin immer noch relativ zügig unterwegs, aber diesmal läuft meine Aufnahme. Okay. Das ist so geil. Echt, das ist... Keine Ahnung. Echt komisch, dass mir das überhaupt passiert ist. Ich würde sagen, wir laufen erstmal hier kurz am Strand lang, ob wir hier noch irgendwelche Muscheln sehen. Wahrscheinlich noch nicht. Geil. Echt. Also das ist mir echt ewig nie passiert. Haha. Siehst du? Wow. 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 Hier liegt ja alles auf einem Fleck. Ja, das ist natürlich genial. Da müssen wir gar nicht mehr angeln. Weil irgendwie, also mit dem Angeln, das war jetzt die letzten Parts halt echt ein bisschen viel. Oh, bitte kein Krallenäffchen, scheiße. Hallo, Schildkröte, ich pack dich gleich ein. Das passt bestimmt. Du bist auch ein Kind des Meeres. Hey, noch eine. Was machen die alle? Schildkrötenparty. Geil, wie der Kopf halt in der Erde steckt, ne? Ach ja. Was? Irgendwas habe ich gerade gesehen. Also es wäre irgendwie mir ganz lieb, wenn die nächste Insel keine Affen enthält. Also so gar keine, weil dieses Lachen macht einen auch irgendwann ein bisschen kirre. Ach, ich dachte... ich wollte gerade... Aber warte mal, was hängt denn da oben? Da hängt doch irgendwas drin. Weil ich dachte gerade... Was hängt denn da hinten? Ich wollte schon sagen, da sind... Du bist in Ordnung, ne? Ja. Ich hatte das gerade so gesehen. Ich hatte das gerade so gesehen und dachte, da hängen irgendwelche Bananen halt. Ich meine, die hängen da oben auch, aber ich glaube, da komme ich nicht dran irgendwie. Ich kann es mal testen. Aber das sind ja nur Fackeln. Aber hier hängt doch... Also ich meine, wenn das keine Kokosnüsse sind, dann weiß ich auch nicht, Leute. Ich meine, die sehen ein bisschen anders aus als unsere Kakaofrucht, aber das sind doch 100% Kokosnüsse, oder nicht? Haben wir hier irgendwo unsere Steinschleuder drin? Wahrscheinlich nicht. Doch. Wow. Willst du mich verarschen? Das ist... Das
kann ich nicht mehr tragen. Oh, ja, haben wir irgendwas? Oh, cool, cool, cool. Kokosnüsse oder was? Wie geil ist das denn? Ach, und was ich auch gerne probieren möchte diesmal ist... Ah, das können wir gleich mal testen. Hier, wenn ich jetzt mal dieses... Das ist ja jetzt Bitterwurzel, ne? Genau, weil ich habe das irgendwie in den letzten Parts, ist mir immer bei der Bearbeitung aufgefallen, dass ich dauernd quatsche. Ich weiß nicht, was ich mit Bitterwurzel machen kann. Ja, dann probieren wir es doch einfach mal aus. Das geht nicht. Aha, also das kann ich nicht mit dem Stein. Das konnte man doch aber so, ne? Das ist doch... Nein, so nicht. Ach nee, das war ja dieses andere jetzt. Haben wir noch irgendein Heilkraut da? Da machen wir doch... Genau, Heiltrank. Okay, das heißt, ich kann das nicht so machen, diesem Blutblatt mit dem Stein. Vielleicht brauchen wir noch irgendwas dazu. Was ist denn, wenn wir das zusammennehmen mit dem Stein? Nee. 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 Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, schade. Ja, und warum haben wir keinen Platz mehr? Boah, wir haben halt echt keinen Platz mehr. Warum haben wir eigentlich zigtausend gebratene Fische bei uns drin? Warte mal, jetzt gehe ich nochmal am Strand entlang und suche nochmal kurz hier, ob hier... Was ist denn da? Ach, das ist nur so ein Seegraszeug. Ob hier noch irgendwo Muscheln sind. Und dann legen wir mal was im Lager ab. Kokosnüsse, wie geil! Also daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Okay, ich glaube, das war's hier irgendwie. Scheint so. Vielleicht komme ich ja doch an diese komischen Bananen dran. Boah, hier liegt halt auch noch so viel Zeug drin. Leg mal da. Ja, noch mehr. Komm, acht. Ja, das passt erstmal. Was? Was? Den dauert, ich sehe irgendwas. Merkt man. Sonst würde ich mich ja nicht dort umdrehen. Cool. Vielleicht können wir ja da irgendwelche Rezepte mitmachen oder so. Kokosnuss gefunden. Oder Wasser. Wahrscheinlich das Wasser einfach. Eine Kokosnuss. Aufgrund der harten Hülle würde es allerdings sehr lange dauern, sie zu essen. Kannst du die einfach so essen? Ah, es dauert nur sehr lange. Okay, ja klar, das ist halt, falls mich irgendwie an. Ja, das ist ja mir Bumbe. Ganz ehrlich, das hat jetzt echt gut Durst auch gefüllt, gelöst. Ist jetzt gerade eine Banane abgeflogen? Nein. Komm, ja. Habe ich es jetzt in den Baum reingeschossen? Wahrscheinlich. Als runtergefallen ist sie nicht. Schade, weil ich meine, ganz ehrlich, da hängen doch Bananen auch dran. Ja. Ich habe die auch wieder in den Baum reingeschossen, habe ich das Gefühl. Schade. Cool. Seht ihr mal, Leute. Yeah. Ja, jetzt nimm es bitte auch auf. Was? Nein, ich will nicht das verändern. Oh, jetzt nehmen sie bitte. Ich meine, auch wenn sie jetzt da unten... Sonst mache ich gleich das Blatt kaputt. Ich kann es auch kaputt machen. Ich weiß nicht, kann ich das kaputt machen? Ich glaube schon. Ja, nur mal ein paar Blätter. Ist mir jetzt egal. Mach die Pflanze jetzt hier kaputt. Ich will ja meine Kokosnuss. Lass mich doch jetzt nicht trollen von dieser Pflanze. Dankeschön. Dankeschön. Wie schwer ist die eigentlich? 300 Gramm. Ja, geht ja. Cool. Ich meine, wie gesagt, Bananen wären halt auch... Sind das irgendwie spezielle, wo die dran wachsen? Oder wachsen die an allen Palmen? Da! Da! Ich sehe eine Banane! Ich schwöre... Also das ist doch jetzt wirklich, das ist doch keine Fackel. Da hängt eine. Warte, halt. Wo ist sie? Bin ich jetzt bescheuert? Da auch. Warte mal, da hängt irgendwo. Warte mal, ich kann das gerade schlecht erkennen. Hier an diesen Palmen. Wow, ich bin gerade irritiert. Wo sind die? Da! Kriege ich die da irgendwie runter? Habt ihr das gesehen? Da hängt doch eine. Wie kriege ich denn diese Bananen hier runter? Können wir bitte noch mal das versuchen, hier die runter zu schießen? Ich wollte ja eben eigentlich noch sagen, dass ich das schade, also dass ich das eigentlich gar nicht so gut finde, dass ich die Bananen da, die aussehen wie Bananen, nicht kriege. Weil ich ja persönlich gar keine Bananen mag, wo wir wieder beim Thema sind, mit Pilze und Bananen und... Aber scheiß drauf, auf einer einsamen Insel. Und ich meine, das allein
Das Magnesium in den Bananen, das ist halt schon echt gut. Da ist doch noch eine, ich sehe da noch. Ich wollte doch eigentlich Kinder des Meeres holen, aber irgendwie... Wie geil ist das denn? Ich kann mich ja hier doch noch besser vegan ernähren. Huhu. Tja, oh Gott, ich glaube, es wird dunkel, Leute. Scheiße, wie war das nochmal mit dem Part? Da ist doch noch... Da hängt doch noch eine drin, ich sehe das doch. Hehe. Na gut. Ich meine, geil, das müssen wir uns merken. Also diese komischen hier, da wachsen Bananen. Bananen. Das vergesse ich doch schon wieder bestimmt irgendwann. Also daran kann ich mich echt nicht mehr erinnern an bei Stranded. Also entweder wurde das auch hier bei der 2,5 mit dazu gemoddet, oder ich habe es halt nie gepeilt, dass ich halt an sowas auch dran komme. Wie gesagt, diese Kakaofrüchte, das wusste ich. Aber auf gar keinen Fall Bananen und Kokosnüsse. Obwohl das natürlich sehr, sehr, sehr viel Sinn macht. Aber es hat mir damals eigentlich schon immer gefehlt. Aber ich war halt anscheinend ein bisschen blöd. Ich glaube, es gibt auch Pflaumenbüsche, wenn es mich nicht täuscht. Ja, ich gucke hier gerade. Ich meine, wir kommen jetzt ja eh nicht mehr zu Rande. Ich kann auch irgendwo Kokosnüsse hängen. Weil ich finde, die Palmen sahen eigentlich ganz normal aus. Hängt da auch irgendwas drin? Nee, da mache ich sie nur kaputt mit. Ja gut, und jetzt wird es gerade dunkel, jetzt sehe ich gleich eh nichts mehr. Und ich laufe hier gerade irgendwie im Kreis. Bananen! Leute! Wie geil ist das denn? Oh, Affe. Naja, gut, wird kalt, ne, langsam hier. Ah, trink mal was. Cool. Coole Sache, Leute. Ja, jetzt haben wir ja richtig viel geschafft. Ich würde sagen, wir... Also damit belohnen wir uns jetzt mal. Eine köstliche Banane. Schmeckt nicht nur mir, sondern auch Affen. Ja, vielleicht können wir die mal... Ich weiß, dass es auch so eine Affenschule gibt, die man irgendwann bauen kann. Und diese Affen, die erledigen dann... Also die können einem dann Holz sammeln und so. Also ein bisschen so wie Sklaven. Hm. Naja, wie auch immer. Oh, cool. Noch ein paar Blätter und wir können zum Wasser pressen. Aber vielleicht kann man die auch damit füttern. Das würde Sinn machen. Ess mal die Banane, ich will mal gucken. Wow! Wow, hat die mich gerade entmüdigt? Habe ich so das Gefühl? Darauf muss ich das nächste Mal nochmal achten. Boah, dieser Affe, ey, der macht so komische Gestalten. Coole Sache. Wie spät haben wir denn eigentlich? Die laufen 10.000 Affen rum. Aber ich sehe immer nur den gleichen. Wie macht man das? Ah, 23:10. Ja, Leute, ich glaube, in dem Part ist jetzt echt nicht viel passiert. Das ist wahrscheinlich auch total kurz. Wir zählen jetzt nochmal zusammen, wie viele Sachen wir haben. 14. 19. 23. Und 2. 25. Haben wir 25 Sachen? Kann ich bitte nochmal zählen? 12. 17. Habe ich nicht eben 18 gesagt? Ich glaube. 17, 19, 23. Ja, irgendwas habe ich jetzt gerade doppelt gezählt. Ja. Okay, ja gut, dann, nee, dann fehlen uns noch zwei Sachen, sonst wäre ich jetzt echt gleich weggereist. Teleportiert. Aber, ja, komm zu mir. Kuscheln ein bisschen noch. Aber machen wir es halt erst morgen. Heute haben wir Kokosnüsse gefunden und Bananen. Wow. Voll viel geschafft. Oh. Und ich kann morgen nochmal Getreide abernten und Brot machen und nochmal einsammeln und dingsen. Ja. Gute Nacht, Affe. Ja. Dann machen wir das also morgen und dann reisen wir hier weg und dann schauen wir mal, was abgeht. Okay. Bis dahin. Tschüss. Gute Nacht.